Servus zusammen. Heute Teil 2 von unserem YouTube-Raumprojekt. Genau, da müssen wir auch noch was abklären. Aber um was es alles in dem Video geht, seht ihr nach dem Intro. Mein Name ist Tobi, seit vielen Jahren begeisterter Terrianer, Aquarianer und Hundebesitzer. Heute Produkttester und immer auf der Suche nach den neuesten Ideen. Durch meine Videos könnt ihr mit mir die Produkte testen und entdecken, sowie aus meinen Erfahrungen, Tipps und Fehlern lernen. Begleitet mich und meine Tiere durch die spannende Tierwelt. So, ist egal, es geht heute ja wieder um unser YouTube-Projekt. Deswegen habe ich vorhin gesagt, ist egal, denn wir brauchen noch Namen für unsere Projekte. Und zwar einmal für unser Terrarienprojekt, einmal für unser Meerwasserprojekt. Also falls ihr irgendwelche coolen Namen dafür habt, so wie zum Beispiel bei unserem anderen Hawaii 2.0, ich weiß, ist zwar nicht so einfallsreich, aber es ist halt eben das Hawaii 2.0, brauchen wir coole Namen für unsere Projekte. Deswegen, wenn euch da was Cooles einfällt, schreibt es uns in die Kommentare. Ich bin gespannt, auf was hier alles kommt. So, im heutigen Video geht es rein um unseren Bodengrund. Wir haben jedes Produkt, das ihr da seht, in einem Video schon vorgestellt. Wenn euch das wirklich genauer interessiert, für was das Ganze da ist, könnt ihr euch das Video anschauen, braucht es bloß unter die Playlists Froschterra gehen oder ich glaube, ihr habt eine eigene Playlist gemacht. Egal, wenn ihr das eingibt in unserem Kanal, wird es auf jeden Fall kommen. Ich verlinke euch mal ein Video, entweder unten oder oben. Dann kommt ihr auf jeden Fall zu dem kompletten Froschterrarien-Projekt. Wir werden nur heute ein bisschen was darüber erzählen und gemeinsam dieses Projekt einrichten. Da am Tisch liegen mal die ganzen Sachen, die wir hernehmen. Auf jeden Fall das Bio-Drain. Das Bio-Drain ist im Endeffekt unsere Filtermasse, wo wir das Wasser filtern können. Das heißt auch, für das ganze Regenwasser, das ihr unten rauslasst, wird dann gefiltert. Das ist schon mal Step Nummer 1, das ganz unten hinkommt. Danach, es kommt natürlich immer darauf an, muss man dazu sagen, was ihr für einen Aufbau macht. Wenn ihr so einen Aufbau macht wie mir, dann braucht ihr das Ganze. Wenn ihr einfach nur ein ganz normales Terrarium draus machen wollt, braucht ihr das Ganze nicht. Oder wenn man zum Beispiel vorne einen kleinen Wasserbereich machen möchte, ist das auf jeden Fall auch nützlich. Und sonst braucht man das Ganze normalerweise nicht hernehmen. Dann nehmt ihr eine Bio-Drain-Matte her. Mit dieser Matte könnt ihr schauen, dass eure Substrate sich nicht vermischen. Das heißt, als erstes die Filterung, danach kommt bei uns das Substrat oben drauf für die Pflanzen, damit die Pflanzen ihre Nährstoffe draus ziehen können und eben super wachsen in eurem Terrarium. Und danach kommt das kommt dieses Soil obendrauf, das sind Kokosfasern und mit dem werden wir den ganzen Bodengrund ein bisschen abdecken oben, dass es sauber ausschaut. Dann kommt noch ein bisschen Moos oben rein und wahrscheinlich ein paar kleine Steine, damit es eben sehr schön ansprechend für uns ausschaut und damit eben auch die Tiere was haben, um da drin ein bisschen rumzuspielen und zum Chillen. Ich bin am Überlegen, haben wir gerade vorhin diskutiert, ob wir noch eine Wurzel reinstellen sollen, aber ich denke, das kommt jetzt alles mit der Zeit und wir lassen uns da ein bisschen inspirieren und schauen mal, was draus wird. In diesem Sinne richten wir das Ganze jetzt gemeinsam ein und ich wünsche euch viel Spaß dabei.
ihr seht es, wir wollten eigentlich nur einen Bodengrund machen, aber uns hat die Übermut gepackt und es dann, wenn es Spaß macht und man Ideen hat und Laune hat, muss man einfach gleich weitermachen, weil sonst ist alles wieder weg. Das ist das Resultat. Wir finden es mega, mega geil, richtig, richtig edel. Und ihr seht es, wir haben jetzt unten das Substrat, das Schwarze drinnen, das Vulcan Stone. Und deswegen haben wir jetzt auch aus allen Pflanzen die Pflanzenbecher weggemacht und das Ganze schön ausgewaschen, dass die Pflanzen nur noch die Wurzeln haben. Und das Ganze haben wir dann schön in dem Substrat vergraben. Und ihr werdet sehen, ihr seht es ja immer in den Videos, es wird wachsen und wachsen und wachsen und wachsen. Es wird wirklich mega geil sein. Natürlich brauchen die schönen Pflanzen auch eine Lampe. Und da nehmen wir her die Terra Sky. Die haben wir schon auf die anderen Terrarien auch drauf. Bin ich mega begeistert. Es gibt ein kleines negatives, was man dazu sagen kann. Das möchte ich euch gleich zeigen. Ich möchte euch das zeigen, wie die Lampe ausschaut. Wenn ich sie rauskriege aus der Verpackung. So schaut dieses schöne kleine Gerät aus. Ihr erkennt es sicher schon, es ist eine Fernbedienung dabei. Mit dieser Fernbedienung könnt ihr die Farben einstellen, wie ihr das gern hättet. Es gibt verschiedene Modis. Wir verwenden immer diesen Modi da. Erkennt man den? Ich weiß nicht, was man so sagt. Die Wolken mit der Sonne. Wir wollen es nicht ganz sonnig haben, auch nicht halbsonnig, sondern es ist eben eine Wolke mit Sonne. Wir können gleich mal zusammen durchschalten, damit ihr wisst, wie das Ganze ausschaut. Ist eine Fernbedienung dabei. Finde ich auch sehr, sehr geil, dass sie mittlerweile solche Bänder mitschicken, damit man eben den Kabelsalat hinten oder seitlich schön machen kann und dass das nicht so ausschaut, wie es bei manchen ausschaut. Ich mag das, wenn es schön aufgeräumt ist. Dann habt ihr oben auf dem Terrarium ein kleines Sichtfenster. Das heißt, es ist so Plexiglas oben und da kommt diese LED drauf. So. An der LED ist wirklich alles mega geil. Wirklich. Das Licht ist super, die Intensivität ist super, die Einstellmöglichkeiten sind super und einfach perfekt. Bis auf, man braucht leider für dieses Teil noch eine altmodische Zeitschaltuhr. Das hätte ich mir gewünscht, dass man das Ganze noch mit einer Zeitschaltuhr, mit einem Timer macht, auf 8 Stunden, 6 Stunden oder 9 Stunden, je nachdem wie man es gerne hätte natürlich. Dann wäre diese Lampe zu 100.000% perfekt. Wir haben jetzt drüben auch die ganzen Lampen mit einer Zeitschaltuhr versehen. Und das Feine ist aber, muss man dazu sagen, wenn ihr einen Modi einstellt, dieser Modi bleibt auch bestehen und startet immer wieder neu mit der Zeitschaltuhr. Jetzt werden wir das Ganze mal oben drauf bauen, damit wir da mal ein schönes Licht drin haben, damit wir euch zeigen können, wie das dann wirklich ausschaut. Ich korrigiere mich, es sind sogar zwei dabei. Einmal ein schwarzes kleines und ein schwarzes großes. Finde ich super. Jetzt muss ich schauen, wo ich die Kabel runtergehen lasse. Aber ich vermute auf der rechten Seite. Dann kann ich das da schön alles verstecken. Dann ist natürlich dabei der Transformator, um das Ganze am Strom anzustecken. Ich mache das jetzt nicht schön, damit ich das mit euch zeigen kann und mit euch alles durchgehen kann. Ich meine, Strom da unten reingelegt schon. Jetzt muss ich mein Filmlicht oben ausschalten, damit ihr auch den richtigen Effekt seht. So. Und was sagt's? Wunderschön. Das ist noch nicht dieser Modi, der mir gefällt, den wir immer drinnen haben. Ihr seht es wahrscheinlich, es ist ein bisschen extrem hell. Erkennt man sicher am Anfang am Video. Genau. So. Und unser Modi ist dieser Modus. Hat man das erkennt? Wahrscheinlich schon. Ich mag das Ganze einfach, wenn es ein bisschen dunkler, ein bisschen wärmer ist, weil wenn wir da einen Frosch rein tun, kommt auf jeden Fall noch eine Wärmelampe oben drauf. Und zwar haben wir die Daylight Basking Spot. Das ist von den kleinen Nanolampen.
Und die hat eben auch so ein orangliches, rötliches Licht. Und mit dem zusammen schaut es einfach absolut geil aus. Damit wir das Ganze oben festmachen können, haben wir natürlich auch ein passendes Gehäuse dazu. Und zwar den Reptil Dome. Den Reptil Dome könnt ihr in mehreren Varianten oben montieren. Und zwar, ich weiß, wir haben das aber auch schon gemacht. Der Reptil Dome schaut so aus. Es ist dabei eine Halterung. Und diese Halterung kann man drehen. Das heißt, ihr könnt euch das Ganze hinten positionieren, wie ihr das wollt. Entweder seitlich, sieht man da oben drauf, sieht man das da noch? Entweder seitlich, das heißt so, damit das Ganze auf der Seite ist, oder eben, wenn ihr das so wie mir, ihr werdet es wahrscheinlich im hinteren Bereich machen, da wo die höchste Stelle ist oder auf der Seite. Und was ihr noch drauf aufpassen müsst, was ganz wichtig ist, denn einen Fehler habe ich bei meinen Terrarien drüben gemacht. Ihr müsst wirklich schauen, dass wenn ihr an diesem Terrarium diese Lampe mit dieser Halterung montiert, erkennt man das da, dass die Halterung ganz oben ist und auch ganz oben angeklebt, weil sonst könnt ihr keine Lampen mehr tauschen. Und das kleine Problem haben wir drüben am anderen. Das heißt, ihr habt es nicht ganz so montiert, sondern weiter unten, weil ihr das natürlich hinten, da ist eine kleine Einkerbung, jetzt habe ich das oben aufstehen lassen, damit es gerade ist, habe das da unten montiert und somit kann ich das Ganze nicht mehr rausschieben. Aber wenn ich das Ganze nach oben schiebe, seht ihr das, kann ich das Ganze ganz einfach rausschieben, um eben meine Lampe zum Tauschen, wenn sie mal kaputt geht. Kleiner Nebentipp von mir, wenn ihr das macht, denn es ist sehr hilfreich, glaubt es mir. So, dann werden wir das Ganze auch noch montieren. Da schrauben wir gleich die Lampe rein. Ich finde die Lampen so süß. Das sind einfach so Mini-Lampen. So klein sind die. Jetzt mal in meiner Hand. Das schrauben wir da oben rein. Und jetzt wäre ich mir schnell auf der anderen Seite den höchsten, schönsten Punkt aussuchen, wo sie... Wir haben auf der Seite, wenn man das erkennt, so eine kleine Erhöhung. Und ich denke, dass ich das Ganze auf dieser Seite in der Höhe hinkleben werde. Dann kann ich eben sagen, ich mache es entweder links oder rechts und da ist die höchste Erhöhung. Ich glaube, dass das ganz geil ist so. So werden wir das Ganze jetzt befestigen. Mal schauen, ob ich da richtig bin. So. Vorne heben, kurz andrücken. Ich glaube, so ist das richtig cool, oder? In der Mitte, fast. Und da sind die zwei höchsten Punkte vom Felsen. Hinten, wo sie schön drauf chillen können. Für die Wärmelampe. So. Seht ihr das? Und ich finde diese Farbkombi jetzt einfach mega. Das orangliche Licht mit dieser orangelichen Farbe vorne. Jetzt kann man nochmal aufs ganz Sonnige machen. Das ist nicht ganz sonnig. Was ist das mit dem ganz hellen? So, das ist jetzt das mit ganzer Sonne. Finde ich etwas zu blaulastig. So finde ich das Ganze schon viel schöner. Geschmackssache. Da kann sich jeder durchfuchsen. Es gibt Einstellungen mit rötlich, mit Abendrot, mit Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Timer. Das heißt, ihr könnt es immer auf Dauerleistung lassen. Und am Abend einfach so einen Aufgang drücken oder einen gleichen Knopf für so einen Untergang. Und ihr habt da dann den Modus, wo das komplett durchspielt und dann auch anbleibt. Oder zum Beispiel Mond, Vollmond. Da gibt es so viele Einstellmöglichkeiten. Es gibt Gewitter. Wie gesagt, viele
Einstellmöglichkeiten. Bei uns bleibt es auf dieser Einstellung. Lass das da gerade heben. So, auf dieser Einstellung. Die Einstellung haben wir drüben genauso. Funktioniert einwandfrei, schaut super aus. Pflanzen wachsen und mehr wollen wir natürlich nicht. Natürlich braucht man in so einem Terrarium für zum Beispiel uns, für Frösche, Feuchtigkeit. Feuchtigkeit ist gar kein Problem. Das heißt, man kann sich da eine Pumpflasche hinstellen, kann jeden Tag am Abend in der Früh das Ganze ein bisschen einspritzen und es funktioniert genauso. Am besten ist natürlich ein Fühler reinhängen, damit man das dann ein bisschen sich einpendeln kann und sowas am Wochenende machen, damit man immer nachschauen kann, wie das Ganze absinkt und steigt und wie sich das verhält. Und dann kriegt sie da mit der Zeit schon Rhythmus rein, wie das am besten zum Spritzen ist. Aber es gibt natürlich auch sowas für mich, faule Leute, die sonst schon genug zum Tun haben und den Genuss haben, sowas zu genießen. Und zwar gibt es da sowas. Es dauert jetzt gerade ein kurzes bisschen, weil wir das zum ersten Mal starten. Und ich gerade sehe, dass meine Düse wieder umkugelt ist. Gibt sowas. Und zwar eine Regenanlage. Die Regenanlage könnt ihr euch genau anschauen. Wir haben da schon sehr, sehr viele Videos drüber gemacht. Und zwar haben wir den Monsoon Solo 2. Multi 2, Entschuldigung, der Solo ist der kleine. Von Exoterra. Da könnt ihr alles programmieren. Und zwar, wie lange das Ganze spritzen soll und wie oft am Tag ihr das Ganze machen wollt. Sowas ist halt wirklich fein, wenn man viel zu Hause ist, so wie mir, und trotzdem das Ganze schön kontrolliert haben möchte. Da ist genau das Gleiche. Entweder ihr wisst es von euren anderen Geräten und könnt es dementsprechend einstellen. Wenn nicht, dann solltet ihr das so wieder am Wochenende machen und schön beobachten, wie sich das Ganze verhält. So seid ihr immer 100% sicher, dass das Ganze wirklich funktioniert. Ihr müsst im Endeffekt nur noch schauen, wenn der Tank unten leer ist, den wieder auffüllen und das Ganze läuft von alleine. Wie gesagt, wir haben über die ganzen Sachen Videos gemacht, könnt ihr bei uns im YouTube-Channel finden, wo wir alles genau und detailliert erklären, auch Unterschiede zwischen klein und groß und wirklich alles 100%. Ja, das Projekt ist fertig, bis auf die Tiere. Mal schauen, da werden wir nach sicher auch ein Video drüber machen, wie wir das neue Tier da einsetzen, was genau reinkommt und wie das Ganze ausschaut. Und ihr seht es ja auch jetzt immer in die Hintergründe von den Videos, wie sich das ganze Terrarium entwickelt, wie das Ganze wächst, wie das immer ausschaut. Ich freue mich drauf, sind bis jetzt richtig coole Projekte, wo wir alle was davon haben und alle ein bisschen schauen können, wie sich das entwickelt. Nicht nur eben unser Terrarium, sondern auch das Meerwasser. Unser Süßwasser ist ja schon ewig bei uns und sehr gut eingefahren, aber ihr seht ja auch Pflanzen, wie sie sich entwickeln. Schreibt es mir in die Kommentare, wie gefällt euch das Ganze und würde uns wirklich mal interessieren. In diesem Sinne sind wir schon wieder am Ende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, liken, teilen, abonnieren. Schaut mal bei Instagram vorbei, da machen wir jeden Tag coole Stories und jeden Tag wird was gepostet. Und bis zum nächsten Mal.